Eine Riesenschlange treibt derzeit offenbar ihr Unwesen am und im Latumer See bei Meerbusch in Nordrhein-Westfalen. Gesichtet wurde das Tier zunächst von Anglern. Experten haben es als gelbe Anaconda identifiziert. Eine Würgeschlangenart, die in Südamerika beheimatet ist und 2 bis 3 Meter lang werden kann. Was sich anhört wie eine klassische Sommerlochgeschichte, nehmen die Behörden jedoch ernst. Der See wurde zunächst gesperrt. Gefahr für Menschen bestehe aber nicht, sagte Arndt Römmler vom Ordnungsamt Meerbusch. Eine Schlange von dieser Größenordnung ist gefährlich, wenn überhaupt, für Tiere, ja, Katzengröße und kleiner. Also da eine akute Gefahr sehen wir nicht. Einen Plan, wie man das Tier einfangen will, gibt es auch schon. Entweder mit einer Reuse oder bei sonnigem Wetter hofft man, die Schlange auf einem Stein zu erwischen. Der Latumer See soll deshalb in den nächsten Tagen gesperrt bleiben.